Bonusaufgabe 5. Mache Gebrauch von all deinen Fähigkeiten, um schnellstmöglich diese 6 Aufwiegel umzuparken. Pass aber auf, dass du nirgendwo anstößt. Okay, der ganz rechts ist wieder der letzte. Denn... Ich muss dann nur kurz schauen und analysieren. Wie, wo, was. Der links unten ist wieder zu scheiße geparkt, da muss ich wieder tricksen. Da kommt man sonst nicht weg. Ich meine, das ist Millimeter vom Zaun entfernt. Ich starte wahrscheinlich mit diesen zwei dort. Okay. Wir nehmen mal den hier drüben. Hier gerade hinein, rückwärts. Was mache ich jetzt hier? Hätte einfach nicht das so machen würde. Sollte noch einer von den einfacheren sein. Wenn ich jetzt hier links an diesen Auflieger hinfahre. Sollten wir das doch irgendwie schaffen können? Dort rückwärts einzuparken. Hoffentlich. Aber das sieht gut aus bis jetzt. Yes. First trailer accomplished. Okay, noch ein bisschen Millimeter, komm. One geschafft. Möglicherweise jetzt diesen hier. Was glaube ich von der anderen Seite einfacher wäre. So, um den hier drüben einzupacken, muss ich den anderen dort wegnehmen. Aber dann ist es doch nicht so eine gute Idee. Ich könnte den hier drüben nehmen, rückwärts, alles rückwärts, dann hier eine Kurve machen, oder auch nicht. Die Kameraperspektive macht es nicht einfach. Der erste war gut. Dann vielleicht mit dem dort oben links, geradeaus, vorwärts, rückwärts, hier in die linke Ecke. Ein U-Turn macht, der rückwärts dort hinein. Sorry, ihr wisst gerade nicht, was ich genau eigentlich bespreche mit mir selbst, aber... Ja. Einfach machen. Wir sehen schon, wie es auskommt. Also der erste war ja gut. Da gab es eigentlich keine großen Probleme. Das war gut, das war einfach. Simpel. Kleines Stück nicht aufgepasst und schon hat man den Fehler.
aus. Sieht schon fast möglich aus. Sollten wir schaffen. Ja. Millimeter, wie sie gefehlt hat. Eben, wie gesagt, ich wollte jetzt den hier drüben schnappen. Wahrscheinlich wäre es einfach hier reinzufahren, rückwärts ran. Genau, jetzt vorwärts bis an die Mauer. Jetzt rückwärts dort rüber, damit ich einen U-Turn machen kann. Es sollte ja nicht hinter mir sein. Nee. Wo ich vielleicht denn eigentlich sogar dort drüben rein fahren könnte. Ich das schlau anstelle. Aber dafür muss ich ein bisschen anders rangieren. Volle Pulle rechts. Volle Pulle links. Geradeaus und links. Dann sollte das eigentlich schon so funktionieren, glaube ich. Hoffe ich und sehe ich gleich. Jo. Sieht doch gut aus. Sogar recht gerade, wie es mir scheint. So, den hätten wir. Jetzt. Würde ich fast sagen, den hier drüben rückwärts. Dort in diese Ecke. Hätten wir den schon mal aus dem Weg geräumt. Der hier ja recht viel Platz wegnimmt zum Rangieren. Bisschen so, nein, und so. Dann wieder Vogelperspektive. Ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen... Obwohl... Ne, da habe ich jetzt falsch angefahren. Ich wollte noch ein bisschen weiter nach rechts rüberbringen. So. Kein Moment. Hat sich eine Arretierung gelöst von meinem Lenkrad. Sonst rutscht mir das irgendwann noch weg. Wenn es auf Rollen steht. Ich glaube, das ist jetzt sehr schlecht. Yes. Okay. Wohl doch schon etwas zu weit rechts.
Aber ich glaube, das sollte jetzt funktionieren. Nope. Das geht nicht so. Außer ich schlage hier sehr spitz hinein. Jetzt ein bisschen wieder 1000 Züge. Aber Hauptsache, man kommt ans Ziel. Wait a second. Okay, das sollte noch funktionieren. Das sieht doch jetzt gut aus. Ja. Auch hier wird das Silber sehr knapp. Wir haben noch 3 Trailer oder 4 sogar vor uns. Nein, ich glaube 3. Einen Rückkehr hier rein, den dort drüben würde ich wahrscheinlich nehmen, um hier einzuparken. Den könnten wir hier drüben nehmen. Machen wir das doch. Aber da muss ich wieder ein bisschen schummeln. Weil der einfach zu nahe am Rand dran steht. Aber ich meine, da kannst du fast nichts machen. Aber so kannst du was machen. Den wollte ich jetzt dort einparken. Dann war ich das Ganze aber ganz... Oder nee, wo wollte ich denn? Hier drüben. Ja. Spielt ja nicht so eine große Rolle. Wo, wie, was. Sollte eigentlich schon reichen. Wenn ich jetzt hier langsam rückwärts eine Kurve fahre, im anderen Auflieger gerade auch. Vielleicht könnte man das eleganter machen, wenn man hier einfach einen U-Turn macht und man steht schon fast gerade. Aber ich mache es mir natürlich wieder schwer. Aber auch so sollte das funktionieren. Slow and steady wins the race. Perfekt. Es kommt gut. Kurzes Stück nach vorne gerade ziehen. Okay, ein bisschen sehr schräg. Obwohl ich ihn gerade gezogen habe, aber okay. Aber we got it. Jetzt den hier drüben, ja. Oh. Schon wieder fast ein Millimeter kleinen Fehler gemacht. Aber auch den muss ich wieder ein bisschen tricksen, da er auch wieder zu nahe dran steht. Da kann man nichts groß rangieren, sonst kommt man hinten an die Ecke und dann war's das.
sehe nichts hinten, ob ich da irgendwie genügend Platz habe. Okay. Ging. Ganz gut. Jetzt hier einen großen Bogen fahren. Hier ein bisschen reinfahren. Und wieder raus. Können wir denn hier reinrangieren? Sollte jetzt auch kein Problem sein. Können wir das schlau machen? Und den letzten eigentlich auch nicht so ein großes Problem mehr sein. Soweit, soweit. Sieht gut aus. Fast noch zu schnell und hinten an die Wand. Das wäre es jetzt gewesen. Oder jetzt beim letzten wieder irgendwie was überhastig und zu schnell machen. Dann haben wir den Salat. Okay. Auch hier sieht sie recht knapp aus. Ich glaube, ich muss da doch ein bisschen mehr Platz haben, um zu rangieren. Wenn ich hier schräg hineinkomme. Oder reicht das vielleicht schon? Könnte vielleicht schon reichen. Ich glaube, man zählt das hier als Unfall erst, wenn ich irgendwie mit 2-3 km/h irgendwo reinfahre. Jo, das sollte kein Problem sein. We did it, guys, we did it. Ich glaube, es war ganz knapp bei Silber. Ganz knapp bei Silber. Okay, ich sag nicht. Egal. Nächste und, glaube ich, letzte Aufgabe.